guys, what's up, the Blue Gangsters back with our special unboxing for you, yeah. And ja, ich hab's jetzt endlich getan. Let's see what we got here. Boah. Damn, that thing is big. Kassenzettel mal schnell weg. Ist natürlich spiegelverkehrt, aber fuck it, man sieht's trotzdem. Ihr wisst Bescheid. Obwohl, ich kann eigentlich in Vegas dann die Richtung fuck that shit. Und hier das Game dazu. Bam in your face. Alright, dann lasst uns mal das Ding hier schaukeln mit meiner Ultimate-Schere. Und mal gucken, wie weit ich komme, ja? So. Gucken, dass alles auf dem Bildschirm bleibt. Machen wir mal so. Passt. Direkt hier in Mitte durch. Ich wollte mir eigentlich die 1GB-Version holen. Wäre natürlich besser gewesen. Aber es gab keine mehr. Und dann habe ich den Typen gefragt, so, ja, wie viele passen denn auf die 500 GB? Ja, so 8 bis 10 Spiele. Und dann so, ja, wenn ich mir eine neue Festplatte hole, wie ist das dann? Ja, du musst die dann immer tauschen, je nachdem, was für ein Game du gerade zockst. Habe ich mir gedacht, so geil. Haben wir geregelt von Sony und so. Läuft bei denen. Ah, fuck it. So, und jetzt gucken wir mal, wo man dieses schöne Ding hier aufmacht. Ich glaube, hier hinten. Ja. Hier ist so ein Ding, weißt du? Ich mach mal ein bisschen höher. Bisschen kompliziert, alleine das zu machen. Normalerweise mache ich das mit Friends. Weil die regeln dann den Camera-Part. Und zwar hier oben ist so Dingens. Das machen wir weg. Ich überlege noch, ob ich im Hintergrund so geile Musik einfügen soll. Also geöffnet. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das so aufkriegen, dass ihr das mitbekommt, ja? Special Part hier. So. Hoffentlich habe ich es richtig rum. Na, come on. Hängt da noch? Oh shit. Egal, das passt. Ich will nicht, dass das ein großes Fehl-Unboxing wird, ihr wisst. Alright. Packung wie? Ist das jetzt richtig rum, falsch rum? Ich habe keinen Plan. So sieht's richtig rum aus. Meine Kamera umfasst nicht das ganze Ding, ist ein bisschen blöd. Chill mal. Ja, schon ein bisschen besser. Aber nur ein bisschen. So. Das Ding ist so riesig und die Playsee ist dabei so klein, Alter. Das ist echt abnormal. Ich guck grad, wo könnte man das. Alter, ist das anstrengend. Ja, das ist echt anstrengend. Also hier vorne ist so Alash. Ja, da vorne, da sieht man bereits. Wie bei der Mensch auch. Nein, Spaß, aber ihr wisst Bescheid. Ihr wisst es. So wie der King und Paisy immer sagen. Na, come on, why ain't you game? What the fuck is wrong with that thing? Ist da irgendwas noch festgeklebt oder was? So. Oben aufgekriegt. Zur Seite geschoben. Hingelegt. Na, come on. Zack. Paket weg. Weiter runter. Gangster gebrettert, Mike. Alright, weg. Weg. Und hier ist das Ding. So wie es aussieht, ohne Add-ons und Add-ins. Haha. Jetzt müsste die Sephiroth-Musik laufen. Dann gucke ich mal, dass sich dieses Ding hier gleich an meinem TV ranbombe und guck mal kurz, ob es in der Verpackung noch irgendwelchen Extra-Stuff gibt. Weil so wie ich gehört habe, müsste eigentlich Extra-Stuff geben. Vor allem wenn dann wäre die Verpackung ja nicht so groß, wenn es nicht so wäre.
Und bis ich das geschafft habe. Ja, hier, wusste ich's doch. Auf der anderen Seite der Packung. Also habe ich das, was als letztes kommt, als erstes rausgeholt. Hier sind ein paar Papiere. Hier der Netzkabel, wie bei den anderen PS-Generationen auch. Ladekabel. HDMI. Und der Controller. Der Controller. Ah, da unten sind sie. Das letzte Ding, das gefehlt hat. Die Earphones, Headphones, Headset. Weiß ich. Ihr wisst Bescheid. War gerade ein bisschen schwierig für mich und hat ein bisschen lang gedauert aus dem Grund, weil ich gerade nicht körperlich auf 100% bin. Ich hoffe, ihr entschuldigt. Also, ihr nehmt es mir nicht übel. Aber da haben wir es. Das wäre das. Dann ein bisschen zur Seite. Aber nur ein bisschen mit dem ganzen Stuff da drauf. Ja, das passt so. Und jetzt kommen wir zu dem hier. Ich sag nur eins. PlayStation 1. Dragon Ball GT Final Boat. Erstes gekauftes Game. PlayStation 2. Dragon Ball Z Budokai. Erstes selbst gekauftes Game. PlayStation 3. Dragon Ball Z. Was war's? Ja, Burst Limit. Erstes selbst gekauftes Game. Für die PS3 und PlayStation 4. Dragon Ball. Ist es mit einem Z? Nein, es heißt einfach nur Dragon Ball Xenoverse. Alles klar. Ja gut, weil GT und Super und alles dabei ist. Und das Ding ist, ich wollte mir dieses Game hier extra nicht holen, weil ich die PS3 noch hatte. Und ich so, ich will es mir unbedingt für die PS4 holen. Da gibt es locker hundertprozentig irgendwelchen extra Content, Special Edition, weiß ich, ja? So, einen Monat vorher, also vor einem Monat gerade, besser gesagt, einen Monat bevor ich mir dieses Ding hier jetzt geholt habe, habe ich den Typen so gefragt und im Internet nachgeguckt. Ich frage so, ja, was sind denn eigentlich die Unterschiede von diesem Game für die PS3 und PS4? Die so, ja, eigentlich nichts, nur bessere Grafik so ein bisschen und der Online-Modus wurde verbessert. So extra Content und so gibt's gar nicht. Und ich dachte mir so, Bombe. Hätte ich das nämlich gewusst, hätte ich mir dieses Ding auch für die PS3 geholt. Weil ich wollte es unbedingt haben, ja. Okay, was ist hier dabei? Ah, diese Points. Ein Poster, nein. Doch. Ah, wie geil. Goku-san. Meine Cam ist zu klein. Und meine Hände zu behindi. Auf jeden Fall, jetzt habt ihr es irgendwie so gesehen. Ich zeige es euch nachher nochmal genau. Und CD, ja, und ansonsten ist da nichts mehr drin. Passt. Cool. Alright then. That was the unboxing. With the G called Blue Gangster. With my PS4. My Xenoverse. The Goku poster. And that's it. See ya. Ich poste meinen Freunden noch meinen Gamertag in der WhatsApp-Gruppe, ansonsten in Facebook. Wenn ihr es in YouTube erfahren wollt, schreibt mir einfach. Wir sehen uns. Word.